einer Bekannten in der U-Bahn, die du jetzt gesehen hast und so. Okay, ja, also ich denke, die Message heute ist natürlich erstmal gesund zu bleiben. Klar, wird man sich natürlich freuen, wenn das alltägliche Leben mal wieder losgeht. Ich glaube, das geht jedem so. Ja. Ich glaube, ihr könnt das auch ganz gut hier nachvollziehen. Oh. Mit Kiez und Schanze etc. pp. Aber ja, Hauptsache, die Ängsten sind erstmal gesund und die Kugel rollt wieder. Ja, ich denke, das ist erstmal schon mal eine Besserung. Ja. Ja. War das eigentlich die längste Fußballpause in deinem Leben? Ja, ich war jetzt seit Ende Oktober raus, hätte dann eigentlich wieder oder wäre dann ins Training wieder eingestiegen. Das war dann ja, vergessen mit Corona. Und ja, jetzt nach 9 Monaten ist es natürlich dann auch erstmal so, dass man ein bisschen Muskelkater hat, aber es gehört dazu und man freut sich auch wieder mit den Jungs dann. Ja, auch Blödsinn in der Kabine machen zu können. Von daher, ja, Grüße an meine Mannschaft, die wahrscheinlich auch tatkräftig zuguckt. Ja, hoffentlich, ja, hoffentlich. Auch an dich die Frage, bist du Kaffeetrinker? Trinkst du Kaffee? Ja, oder deine Frau, sehr gerne. Oder Freundin? Kaffee, ja. Die haben natürlich auch hier wieder die Auswahl. Aber diese weltberühmte, einzigartige Domino Espresso, die Bohne für harte Nächte. Oder aber, weil wir noch St. Pauli sind und Kiezel hier, den Derby-Sieger. Hochgenuss in aller Ewigkeit. Haha, geil. Das ist ein schöner Text. Hochgenuss in aller Ewigkeit. Kann man ja auch sagen. Zweimal den Leg den Rival in die Wunde, Kalle. Leg ihn in die Wunde. Das ist in Ordnung. Ja, das ist ja immer so. Ja. Gewonnen ist gewonnen. Wenn die anderen verlieren, dann sind sie selber schuld. Ja, ich würde mich für die Domina. Ja. Wenn genau. Die einzigartig dann ist. Hast du wieder ein Gespräch darüber beim Frühstück mit deiner Frau? Meine Handschellen sind schon da, verstehst du? Können wir nicht mal ein bisschen in diese Richtung? Ich bedanke mich recht herzlich. Applaus. Und ich rufe unsere bezaubernde Nadine. Komm, mein Sweetheart. Applaus auch für Nadine. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Finale geht nicht. Aber Finale müssen wir auch wahrscheinlich noch 22. August. Dann können wir im September gleich den Pokalsieger holen. Richtig. Perfekt. Wir planen schon die nächste Sendung, aber wir haben natürlich noch einen Gast und die Ehre gebührt Kalle. Ist nicht Pause oder was? Nein, wir sind schon wieder. Wir sind schon wieder dabei. Wir sind schon wieder da. Und die Ehre gebührt natürlich dir, Kalle, weil man muss natürlich sagen, dass unser nächster Gast in den letzten Jahren sich eigentlich größtenteils aus den Medien zurückgehalten hat und nicht unbedingt so präsent war. Und du hast es geschafft, ihn hierher zu lotsen, zu uns auf den Stuhl. Ja, das freut uns auch dann hier, obwohl er natürlich auch dann hier ab und zu, ich glaube, bei der Champions League oder so, als Moderator dabei war. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hier ist ein wirkliches Urgestein, ein St. Pauli-Urgestein, eine Kultfigur, muss man sagen, sowohl als Spieler, hochgeschätzt, und als Trainer ebenso, denn er hat den FC St. Pauli von der 2. Liga in die 1. Liga geführt und hat ein großes Ansehen bei den Fans, bei den Spielern, und wir begrüßen, lange Rede, kurzer Sinn, Holger Stanislawski. Applaus. Nadine. Holger. Alter, danke. Nach so langer Zeit haben wir es endlich geschafft, dich hierher zu lotsen. Wir freuen uns natürlich sehr. Ja, der Weg aus Winterhude hierher ist natürlich auch ein Stückchen weiter. Oh, das ist ja schon alles okay. Das darf man nicht unterschätzen, ne? Das Ganze, ne? Kalle hat mich genötigt. Oh ja, ich nötige alle. Dafür bin ich bekannt. Bekannt und vorbestraft. So. Wir haben ja, wie gesagt, Niklas hat ja schon gesagt, du hast dich so ein bisschen aus den öffentlichen Medien zurückgezogen. Gleichwohl habe ich dich ja mehrmals gesehen, weil ich war das Champions League-Spiel oder wo du die Computer. Animation erklärt hast. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, genau. Genau, das war es ja doch schon eine ganze Menge. Gleichzeitig müssen wir gleich mal vorneweg sagen, also für diejenigen, die jetzt zuschauen und es nicht wissen sollten, macht jetzt erstmal den 10 Liegestütze als Strafe
weil jeder muss ihn kennen, Holger Stanislawski, wirklich ein Kultspieler vom FC St. Pauli und ein Kulttrainer auch, weil du warst unglaublich beliebt, also bei den Spielern, bei den Fans und du hast es ja auch geschafft, die Mannschaft zu formen und in die erste Liga zu führen. Jetzt hast du dann ja, nachdem du ausgestiegen bist, in Köln, glaube ich, auf der letzten Station gewesen, genau. 2013 genau. oder so, richtig? Ja. Hast du dich ja zurückgezogen und etwas ganz anderes gemacht. Mit einem Sportsfreund vom HSV hast du einen Supermarkt gekauft und führst den, und zwar ist ein Riesen, ich war ja mal da, ich wollte ihn ja erreichen, ich bin ja schon monatelang hinterher gewesen, aber aus welchen Gründen auch immer, dann klappt es dann nicht mit der Weitergabe der Telefonnummer, und haben uns ja. Aber habt ihr gesehen, also ein unglaublicher, über mehrere Etagen, ein riesengroßer Edeka-Laden und... Rewe. Mach mich los. Ja, schnell wieder. Deswegen habe ich ja festgemacht, damit solche Bugs hat, die ich sage hier, damit die Leute nicht weglaufen können. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Also es ist ein riesen Rewe-Laden. Was hat dich dazu bewegt, denn diesen Schritt zu machen, der doch ein bisschen anders ist? Als erfolgreicher Spieler, als gefeierter Trainer und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich in einen totalen kaufmännischen Part drüber, der mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun hat, außer dass die Fans dann hier die kistenweise das Bier bei euch kaufen. Ja, längere Geschichte. Also ich war ja insgesamt dann über 20 Jahre im Profifußball tätig. Und für mich kam dann einfach auch so die Frage, musst du nochmal was anderes machen? Möchtest du mit 72 wie Jupp Heynckes mit dem Gehwagen an die Bank geschoben werden? Das habe ich für mich verneint und habe gedacht, ich möchte in meiner Stadt, ich bin in Hamburg geboren, ich bin ein Hamburger Jung, wollte ich mir dann eigentlich nochmal ein neues Standbein aufbauen, um zu gucken, ob nach der aktiven Karriere als Spieler und als Trainer, ob dann eben auch vielleicht ein anderes Business auch nochmal erfolgreich gestartet werden kann. Mittlerweile haben wir den Laden fast 5 Jahre und... das ist schon sehr erfolgreich, macht super viel Spaß. Ich habe da ein etwas größeres Team als im Fußball. Wir haben jetzt knapp 140 Angestellte, 7.500 Quadratmeter. Das ist auch Fußballgröße. Ich glaube, der Fußballplatz hat 7.200. Wir haben einen kleinen Fußballplatz im Supermarkt drin, wo die Kiddies kicken können, wenn Mutti und Vati einkaufen gehen. Insofern war das für mich so ein bisschen so der Antrieb auch, dann mit Alexander Lars zusammen und Bernd Engel, der sehr viel Erfahrung hatte im Lebensmittelbereich, der leider jetzt verstorben ist. Das war für mich eigentlich so ein bisschen so der Antrieb, nochmal was Neues auf die Beine zu stellen und weg vom runden Leder. Das sollen die jungen Leute jetzt mal ein bisschen machen. Gut, rundes Leder, du sagst es, man muss natürlich auch mit dir zwangsläufig auch wieder Sportliche sprechen, über den Fußball. Nachdem du ja, wie gesagt, sehr eingebunden bist, weil, also ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Angestellte hat und so einen Apparat hat, der 5, 6 Tage die Woche offen hat und es ist wirklich ein Riesenladen, also kann man sich kaum vorstellen. Also wer bei euch nicht alles findet, was er braucht, der ist echt wirklich verloren. Nee, wirklich alles. So, trotzdem, wie weit fieberst du noch mit, wenn es am Wochenende heißt, FC St. Pauli tritt an? Ist da noch viel oder nimmt man nur so peripher zur Kenntnis? Ja, ich beschreibe mich jetzt ja immer so ein bisschen als Fernsehfußballer. So, ich gucke die Spiele natürlich auch gerne, gerade wenn die Hamburger Vereine spielen, gucke ich da natürlich auch drauf. Natürlich guckst du dann auch auf dem FC St. Pauli ein bisschen mehr. War jetzt die letzten Jahre überschaubar, was die Leistung betrifft. Auch die Platzierung, muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, dass es jetzt mal wieder ein bisschen bergauf gehen wird, dass wir bessere Spiele sehen. Es geht auch nicht immer darum, ob du dann eben auch die Spiele gewinnst, aber was man am Millentor so ein bisschen vermisst hat, oder ich vermisst habe, zumindest wenn ich die Spiele gesehen habe, das war so offensiver Fußball, wirklich auch die Zuschauer mitnehmen. Du hast jedes Spiel 30.000 Zuschauer, die auch wirklich mitgenommen werden und dann auch so ein Stadion wirklich ganz besonders machen. Das fehlte mir so ein bisschen. Und natürlich gucke ich da auch drauf, weil ich den einen oder anderen noch kenne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine... Der ist ja nun neuer Trainer. Nun ist es ja doof, eine doofe Situation. Was soll man über einen neuen Trainer sagen, der am alten Arbeitsplatz antritt? Trotzdem stelle ich knallhart die Frage, glaubst du,
er wird schaffen, er ist der Richtige. Hast du Bedenken? Wie siehst du es rein realistisch? Weil du kennst ihn ja nun wirklich als Spieler, du kennst seine Stärken, du kennst seine Fähigkeiten und du hast das ganze Umfeld so aufgesogen wie kaum ein anderer von FC St. Pauli. Wie gesagt, jahrelang als Spieler, dann jahrelang als Trainer. Das ist ja immer schon ein gewisser Schritt, den jemand war. Wir haben es gesehen, der letzte Trainer hat kläglich versagt. Er hat schon seine, im Grunde hat er sich selbst den Todesstoß versetzt, bevor der erste Ball angestoßen wurde mit seinem überflüssigen Kommentar. Na, ich bin auch jemand, der nicht zurückhält mit irgendwelchen Kritiken. Aber wenn ich jetzt eine Mannschaft habe oder Mitarbeiter, dann nehme ich sie mir zur Brust in der Kabine oder im kleinen Zimmerchen und nicht über die Medien, bevor der Platz. Also das fand ich völlig idiotisch. Jetzt weiß Steini gar nicht mehr, was du ihn fragen wolltest. Doch, er weiß ganz genau, was mit Timo Schulze, wie er das einschätzt. Das muss ich ja fragen, wenn er es ja hier ist. Es gibt ja niemanden, der mehr darüber aussagen kann als ein Ex-Spieler und Ex-Trainer. Ich meinte nur, weil du so viel geredet hast gerade. Boah, das kommt das vollkommen aus dem Kopf. Nach Timo Schulze habe ich ausgeblendet. Ja. Nein, es ist... Da waren wir ja schon zwei. Es ist so... Ich habe Schulle immer so ein bisschen als Holzkuh beschrieben, als er mein Spieler war. Er war jetzt nicht der filigranste Fußballer, aber was er war bedingungslos, immer 100% Training, Spiele. Du konntest dich immer auf ihn verlassen. Er hat nicht immer gespielt, je höher das natürlich ging. Wir sind ja von der dritten in die zweite Liga und dann von der zweiten in die erste nochmal aufgestiegen. Mhm. Aber er war trotz alledem ein super wichtiger Baustein in dieser Mannschaft, weil er... sag ich mal, Faktor innerhalb dieser Mannschaft auch hatte. Er war absoluter Führungsspieler, auch wenn er nicht immer gespielt hat. Weil natürlich die jungen Leute, und je höher du kommst, dann geht es nachher um fußballerische Qualität auch. Aber nie aufgesteckt, immer um seine Position gekämpft, immer die Truppe zusammengehalten. Und das, was ich jetzt so gehört habe, ich habe ihn als Trainer selber ja noch nicht erlebt und auch noch nicht gesehen, ist er auch so als Coach. Er ist, er hat schon eine offene Art den Spielern gegenüber. So war es bei mir ja auch. Mhm. Es konnte jeder auch an die Tür klopfen und mit irgendwelchen Problemchen kommen. Aber er ist auch sehr konsequent in seiner Art. Und das war als Spieler. Und das ist er jetzt hoffentlich dann auch als Zweitligatrainer. Und deswegen glaube ich schon, dass das die richtige Wahl ist. Nach den ganzen Versuchen, die jetzt eben auch die letzten Jahre da waren, jetzt mal jemanden aus dem eigenen Stall hochzuziehen und einfach mal was Neues zu probieren. Und man muss ihm da auch ein bisschen Zeit geben. Er wird das ein oder andere sicherlich dann auch noch im Profibereich lernen als Trainer. Aber ich bin da kannst du nicht lernen, dass das gewesen ist. Ich sag ja, du, so fingen wir ja alle an. Also ich weiß noch, mein erstes Spiel, da bin ich glaube ich mit 5 18-Jährigen auf der Ersatzbank, bin ich nach... Dresden gefahren und kam mit 0-3 gleich wieder. Da dachte ich auch, ob das die richtige Entscheidung war. Aber hinten raus wird es dann eben auch besser. Und das muss man ihm ein bisschen geben, die Zeit. Sag mal, erzähl mal so zum Beispiel diese Geschichte mit dem 0-3. Was waren denn so für dich als Spieler die Highlights und was waren die Highlights für dich als Trainer beim FC St. Pauli? Oder auch bei Köln zum Beispiel? Ja, viele sagen ja immer... dass so dieses Weltpokalsieger-Besieger, als wir Bayern München geschlagen haben und so, dass das was Besonderes war. Das war ein besonderes Spiel. Vier Plätze neben mir saß das Karl-Heinz Rummenigge. Ja, wir haben ja auch eine ganz wilde Taktik gespielt. Das war ja wirklich so, wir haben hinten im Prinzip Mann gegen Mann verteidigt und haben gepresst und gejagt. Ich weiß noch, Sami Kufu, der wurde an der eigenen Grundlinie, wurde der von zwei Leuten unter Druck gesetzt. Das haben wir ungefähr, da haben wir auch relativ schnell ja zwei Tore gemacht, sind verdient in Führung gegangen. Genau. Aber so die letzten 20 Minuten hast du auch gemerkt, hat alle Körner verschossen, nichts ging mehr. Wir sind, glaube ich, über die weißen Linien sogar gestolpert. Wir konnten eigentlich die Füße nicht mehr aus dem Rasen und haben uns nur noch reingeworfen. Also das war so mehr ein Stolpern, wo wir ein paar Mal angeschossen haben, das Ding nach Hause gebracht. Das war ein besonderes Spiel. Für mich als Spieler selber war allerdings, da kann ich mich dran erinnern, ich glaube, das war 1994, glaube ich, gegen Hansa Rostock. Wir haben es zwar 4-2 verloren, aber es war Spielabbruch, Platzregen, es ging gar nichts mehr. Die Leute, das war im Sommer, die Leute standen da in T-Shirts, klitschenass alle, die standen auf den alten Holzbänken. Das Stadion hat getobt, wir haben ein Riesenspiel gemacht, leider verloren und dann auch gegen Rostock. Das ist ja für Pauli immer so ein bisschen besonders schwierig. Daran kann ich mich besonders gut erinnern.
Ich kann mich als Trainer, war der Aufstieg einfach von der dritten in die zweite Liga, das war was Besonderes. Ja. Das war wirklich, weil wir mit wenig Möglichkeiten, eigentlich mit so gut wie gar keinen Möglichkeiten, ich glaube von Platz 12 aus, dann die Rückserie gestartet haben, als ich übernommen habe und dann auch aufgestiegen sind. Das war schon ein cooler Haufen, die Jungs, und genauso 2010, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Das war schon eine spezielle Mannschaft und wir waren sicherlich nicht die besten Fußballer, aber es war wirklich das, was wir immer ja auch so nach außen tragen. Es war eine Truppe und manchmal ist es besser, auf 10% Qualität zu verzichten, aber dafür ein bisschen mehr Mentalität und Charakter zu haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du sprichst es an, Mentalität und Charakter. Ist das das, was St. Pauli in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat? Es ging eigentlich immer über die mannschaftliche Geschlossenheit, über das alle bedingungslos dem gefolgt sind, was St. Pauli ausmacht, nämlich alle für einen und einer für alle, jeder kämpft für den anderen mit. Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen. Was meinst du, woran liegt das? Ist das einfach die Professionalität des Fußballs, die jetzt auch St. Pauli erreicht hat? Oder ist es die Art und Weise, wie man sich dem auch angepasst hat vielleicht? Ja, es ist ja, wir wollen ja nicht immer von früher reden und so. Wir hatten unsere Zeit und die Zeit, die ich 18 Jahre da verbringen wurde, dafür bin ich wirklich, und das ist ja so ein Begriff, der eher selten geworden ist. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich da wirklich spielen durfte. Ich war jetzt auch kein großer Stratege auf dem Fußballplatz, ich war eher fürs Grobe. Ich bin wirklich dankbar für die Zeit, die ich bei diesem Club sein durfte. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich jetzt weiß, ob die Mannschaft charakterlich, ob das alles so Typen waren, die dann auch wirklich das zu schätzen wussten, die letzten Jahre hinweg. Was mir so ein bisschen fehlt ist, ich versuche das immer so ein bisschen einfach zu beschreiben. Es gab Zeiten, da hatten wir Anstoß, einmal quer, zurück, vorne rein, hinterher. Gleich das Stadion geholt, gleich alle mitgenommen, da stand sofort die Tribüne auf, da war sofort auf allen Reihen waren Gesänge. Heute ist es oft so, Anstoß, zurück, quer, zurück, bis zum Torwart. Und es ist ja so, er steht ja nicht umsonst im Tor. Es ist wahrscheinlich nicht der beste Fußballer auf dem Platz. Und dem schlechtesten Fußballer gebe ich den Ball an Fuß und der darf ihn dann nach vorne knallen. Das ist so unnütz für mich, wo ich so sage, 30.000 Bekloppte, die rennen jedes zweite Wochenende dahin. Die unterstützen die Mannschaft, die sind wirklich eins mit dieser Truppe. Und die wirklich direkt von Anfang an abzuholen, das ist, glaube ich, so das A und O. Und da ist mir zu viel dieses gesamte so ein bisschen, wir gucken mal da und jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Natürlich musst du das auch, ist alles gut. Taktische Qualität gehört dazu. Aber in diesem Stadion mit diesen Fans musst du einfach Vollgas-Fußball auch nach vorne spielen. Und das habe ich so die letzten Jahre immer so ein bisschen vermisst. Da war sehr viel so ein bisschen mit Verhalten und ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, nicht St. Pauli-like. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das ist allerdings meine persönliche Meinung. Und deswegen möchte ich da gar keinen Spieler jetzt irgendwie so nehmen, dass ich sage, der war jetzt charakterlich nicht in der Lage, das jetzt abzurufen. Das steht mir auch nicht zu von der Ferne. Meinst du damit auch, dass es vielleicht um ein paar Themen zu viel ging außerhalb des Fußballs? Also, dass vielleicht nicht mehr Fußball, das, was eigentlich am Ende des Tages Kerngeschäft ist, dass das nicht mehr Priorität 1 war, sondern vielleicht nur noch 2 oder 3, obwohl man das eigentlich gar nicht so wollte? Ja, also grundsätzlich ist der FC St. Pauli hauptsächlich erstmal ein Fußballverein. Natürlich haben wir noch 1000 andere Sparten, aber bei St. Pauli geht es auch immer um andere. Es ging immer um andere Themen, es ging immer eine politische Aussage auch zu treffen, es ging immer für gewisse Werte auch einzustehen. Ich glaube, die Verbindung unter den einzelnen Bereichen, Profifußball leistungsmäßig wirklich Profisport zu betreiben und gleichzeitig diese Themen weiter so zu leben, da fehlt mir so ein bisschen so diese Vernetzung, dieses nicht einzeln blockweise so abzuarbeiten, sondern ganzheitlich das auch so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann ist und bleibt dieser Verein, dieser kann er auch wieder dieser ganz spezielle Club werden, wie wir ihn die letzten
ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das eine ist Profifußball, das ist wichtig. Trotzdem zählen da auch ein paar andere Themen. Wir sind ein Stadtteilclub, wir sind einer der ärmsten Stadtteile. Ganz viele Fans machen, unterstützen soziale Projekte hier auf dem Kiez auch und in diesem Stadtteil. Und das ist wichtig. Aber das musst du ein bisschen vernetzen. Und wenn Profifußball ist, dann geht es eben nicht um bunte Farben, sondern dann geht es um Profisport. Und das musst du trennen. Und gleichzeitig musst du das andere dann aber auch leben. Mhm. Traust du Timo zu, dass er das wieder hinbekommen kann, diese vielen Dinge zu vernetzen, vielleicht auch als so eine Art Moderator des Ganzen, St. Pauli fußballerisch auf dem Platz? Und mit dem Erfolg kommt das ja meistens dann auch, oder mit dem fußballerischen Erfolg kommt es ja meistens auch, dass vieles einfacher wird. Ja, ich habe schon immer diese Menschen gehasst oder die Fußballer gehasst, die neu gekommen sind zu einem Verein und nach dem zweiten Spiel fangen sie an, das Emblem zu küssen und alles Mögliche und hinten auf den Namen zu zeigen. Sondern ich habe unfassbar viele Jahre gebraucht, um ganz, ganz viele Dinge über den Verein, über Projekte in diesem Stadtteil. Und deswegen habe ich damals auch mit den Jungs so ins Leben gerufen. Da war ich noch im Bereich auch Vizepräsident und Manager. Diese Stadtteilbegehung, dass du am Tag, nicht nur nachts, wenn alles bunt leuchtet und alle gut drauf sind und feiern auf der Reeperbahn, sondern tagsüber auch mal durch diesen Stadtteil gehst, damit die Jungs auch merken, was das eigentlich bedeutet, hier auf St. Pauli zu leben, zu arbeiten, Sachen zu unterstützen. Das wird ja bis heute gemacht. Das wird bis heute weiter fortgeführt und es ist ganz wichtig, da die Jungs abzuholen, dass es was Besonderes ist. Und dann eben auch auf dem Fußballplatz gewisse Werte und Dinge auch transportieren zu können. Und ich glaube, dass Schulle, der hat es wirklich ganz, ganz hautnah gespürt als Spieler auch und auch mit seiner Mannschaft zusammen, mit den Jungs. Das glaube ich schon, dass er das vorlebt. Nochmal zu dir persönlich. Du hast ja nie gesagt, dass das Traineramt vorbei ist. Was müsste passieren? Müsste geschehen, damit du dich wieder dazu entschließen könntest, einen Trainerposten zu übernehmen. Die letzten Jahre, was für ein Verein müsste es sein? Also die letzten Jahre sind ja immer wieder Anfragen gekommen. Bis jetzt in der Winterpause waren auch wieder eine Anfrage da. Und es muss dann, um das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, um das nochmal zu verlassen, muss schon ganz, ganz viel passieren. Also da muss schon St. Pauli anrufen. Ich habe gesagt, ich habe mit sehr viel Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass Barcelona im Moment nicht so gut spielt. Das wäre eventuell nochmal so eine Möglichkeit, schöne Stadt, ganz vernünftige Fußballer da drin auch, glaube ich. Zahlen noch nicht so schlecht. Und nee, ein bisschen Kleingeld ist auch da. Das wäre vielleicht nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde, da lasse ich Brechbohnen und Tomaten nochmal liegen und mache nochmal ein bisschen mit dem runden Leder. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nochmal in den Profifußball zurückgehe, ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen, es kann sein, dass das vielleicht die letzte Sendung ist. Wer weiß das schon. Und dann deine nächste Sendung bist du schon wieder als Trainer hier. Nein, aber das kannst du ja beeinflussen. Beim ZDF habe ich auch aufgehört, also da mache ich jetzt auch nicht. Ja. Ich habe jetzt 3 Jahre, dann 16, 17 und 18 habe ich versucht, Olli Welke, Olli Kahn und so das Fußballspiel zu erklären. Das, was du da hast, das ist ja ein kleines Imperium, da muss man wirklich mit 100% Einsatz dabei sein. Weil dafür ist es zu groß. Das ist also kein kleiner Laden. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so groß, dass man sich, dort ja ein Partner ist, dass man sich auch einen guten Frontmann nehmen könnte, der das führt in deinem Sinne. Und du irgendwo bei einem adäquaten Verein als Trainer nochmal durchstartest. Also das wäre natürlich auch möglich, weil er ja so groß ist, der Laden. Es würde immer gehen. Das haben wir auch damals, als wir noch zu dritt waren, auch so besprochen und dass immer die Möglichkeit für mich besteht, in das Projekt Profifußball nochmal wieder zurückzukehren. Die Möglichkeit besteht, die ist auch heute noch da, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit, ja, aber ich glaube, da gibt es so viele gute Junge, die jetzt hinterherkommen. Ich gucke mir das lieber vom Fernsehen. Ja, wenn man überlegt dann hier, ich glaube, den hast du das selber zusammen gespielt mit Bernd Hollerbach, dass die ernsthaft in Erwägung gezogen hatten, Hollerbach als Trainer zu holen. Bernd ist ein feiner Kerl, der kommt dann aus Bayern, wo ich auch herkomme.
Und ich kenne auch die Zeit, wo er zusammen mit Eisendieter und auch mit dir, glaube ich, gespielt hat, diese Geschichten damals. Und aber er ist ein guter zweiter Mann. Nicht ich hätte es gerne gesehen. Aber als erster Mann weiß ich nicht, ob er deswegen, nachdem er beim HSV so kläglich versagt hat, muss man einfach sagen. Aber hat er versagt. Aber ich kann ja schon nicht, jetzt in den Profifußball zurück, weil bei uns im Laden findet ja immer die Pokalauslosung statt. Wir haben ja eben die heißen Partien diskutiert. Hast du die nicht sogar gezogen? Ich glaube sogar, dass ich die Partien so gezogen habe. Ja. Und deswegen muss ich ja jetzt zumindest das auch bis zum Ende fortführen. Ja. Das die nächsten Jahre. Immer wieder. Rewe oder Fußball? Immer wieder Pokal. Das kann man doch nachher. Ein adäquater Trainer, der kann schnell mal irgendwo rein und Dinge. Das gab es ja immer schon, dass irgendwo mal ein Profitrainer irgendwo losgezogen hat. Das ist schön. Nein, ich finde das gut. Aber ich zurück. Es gibt ja leider Gottes, gibt es wenige Trainer, die so eine. Ja, ohne Abwehr, sondern irgendwas als Aufwärts, so eine Typen sind wie du, verstehst du, die ein unglaubliches Fanpotenzial bei den Zuschauern hatten als Spieler und dann auch dieses Fanpotenzial als Trainer mitgenommen haben. Da gibt es ja wenige, die das vorweisen können, so in diesem nahtlosen Zug praktisch. Ne? Und deswegen ist es natürlich gerade für Hamburg und so, mich interessiert es ehrlich gesagt wenig, ob du nur bei Leverkusen oder bei Köln ein Trainer bist, aber hier in Hamburg, das wäre schon eine Wunder. Ich glaube, das interessiert die Leverkusen und die Kölner, wenn du das in einem Zusammenhang hast, das ist aber schon ganz schön. Weil mich ärgert, ganz ehrlich immer, dass die sowohl beim HSV wie beim FC St. Pauli, dass die von überall her irgendwelche Trainer holen, die hochgelobt werden und die dann am Ende nichts bringen. Nichts bringen. Das muss man einfach sagen. Ich kann dann hier, kannst du alles knicken, müssten alle normalerweise hierher bei mir ins Verlies hier und sich die Brügel abholen. Ne? Ja, also ich sage ja, ich will es kategorisch nicht ausschließen, aber ich habe ja so auch noch neben dem Rewe mache ich noch so ein paar andere Projekte. Insofern ist so, ich bin ja im Plenum der Handelskammer, im Ausschuss für Handel bin ich auch noch in der Handelskammer. Ja. Ich entwickle gerade mit einem Freund zusammen eine Gesundheits-App. Für Pflegekräfte. Cool. Ich unterstütze sehr viel im Tierschutz. Mache ich auch sehr viel und insofern ist schon so die Zeit. Ein Mann für viele Fälle, nicht für alles, sondern für viele Fälle. Genau. Viele Hochzeiten. Ja, das finde ich aber cool. Ja, gibt es irgendetwas denn hier? Ich hätte tatsächlich noch was. Bevor. Ja, bitte? Eine Frage, das interessiert mich schon ganz lange. Warum hast du dich so komplett zurückgezogen? Also es gibt ja ganz, ganz viele Fußballer, die sind raus aus dem Geschäft und wie du es eben schon sagst, ZDF, ARD, Sky, hier, da, tralala und jede Bühne, die man noch irgendwie so mitnehmen kann, nimmt man noch irgendwie mit. Am Ende des Tages gibt es ja meistens auch Geld. Aber du hast ja tatsächlich irgendwann für dich gesagt, so hier ist Schluss und diese Linie hast du ja auch konsequent durchgezogen. Ich meine, selbst wenn Butsche Rosenfeld, mein geschätzter Kollege, anruft, sagst du, Butsche, wir können uns gerne 25.000 Stunden lang unterhalten, aber offiziell ungerne. Also das ist ja so, zu Anfang war ich ja noch in der Sportreportage, dann habe ich ja fürs ZDF so die Großveranstaltung, EM, Confed Cup, Weltmeisterschaft. Und da musst du dir dann auch irgendwann Gedanken drüber machen. Das war super, super spannend, das war eine tolle Zeit, einfach auch mal zu sehen, wie Sendungen produziert werden, wenn du in Paris da mit 400 Leuten anrückst, die sind Monate vorher da und bauen da Studios auf und. Das war richtig interessant, aber da sitzt du 5 Wochen im Hotel. Ich jetzt nun als Analyseexperte muss alle Spiele gucken. Ich muss mir jedes Spiel auch bei der ARD, muss ich mir auch zusätzlich angucken, weil es im nächsten Sendetermin könnte das ja sein, dass die bei uns laufen. Ja. Und dann guckst du eben nachher das 48. Spiel Panama gegen Uruguay 0-0, wo du sagst, lass mal ganz kurz überlegen, wie viel gute Sommer hast du noch so im Leben? Und jetzt sitzt du hier 5 Wochen im Hotel und dein Highlight ist, du sollst, kam so, Stani, mach mal 2 Szenen Panama offensiv. Dann sage ich, haben die nicht. Die haben keine Szenen offensiv, sage ich, die kriege ich auch nicht hin. Also das kann ich nicht schaffen. Und dann bist du dann guckst du dir das ein zweites Mal an im Schnelldurchlauf und dann sage ich, warte mal kurz, wir schneiden hier mal was zusammen. Und dann haben wir nachher so lustige Gimmicks auch gemacht. So. Und also das war eine schöne Zeit, aber dann überlegst du wirklich, ob du 5 Wochen wirklich irgendwo im Hotel sitzen musst und musst dir das dann antun. Und da habe ich für mich dann irgendwann auch so entschlossen,
das nicht zu machen. Ich werde ja ab und zu genötigt, wenn die Derbys kommen und sowas alles, ja. dann äußere ich mich ja auch. Aber das klingt denn ja auch immer gleich so, ich gebe Ratschläge oder sonstiges. Wir erleben jetzt gerade, was draußen passiert, wie vielen Menschen das schlecht geht, die mit ihren Unternehmen pleite gehen, wie viele ja. Menschen sterben, nicht zu ihren Angehörigen können und. Und ich sage dann irgendwie, Mensch, Daniel Thun soll aufpassen, dass er das Drumherum beim HSV, dass ihn das nicht irgendwie kaputt macht, sondern er soll sich auf den Fußball... Dann heißt das gleich, ich gebe Ratschläge und sage da irgendwas Spezielles. Das ist eine einfache Meinung über den Fußball, so ein bisschen. Da äußere ich mich mal zu, aber ich möchte auch nicht, gerade wenn es im Verein schlecht geht, dann bin ich nie der Typ gewesen, der ins Stadion geht, um sich zu zeigen. Der Trainerkollege kriegt dann schon genug auch aufs Gesicht. Mhm. Und da muss ich nicht noch irgendwie mein Wirsing da reinhalten, noch klugscheißen. Das ist einfach nicht so. Ich sage das, was ich so denke für mich. Kalle sagt es auch. Manchmal trägt man dann eben auch das Herz ein bisschen auf der Zunge. Dann sagst du vielleicht auch mal was, was irgendeinem nicht ganz so gusto ist, aber das gehört eben auch dazu, da wollen wir alle nicht weinerlich sein. Und aber das ist keine Klugscheißerei, sondern ich liebe diesen Sport, ich liebe dieses Spiel, ich liebe dieses urtypische Spiel, weil wir früher eine Wiese hatten, Jacken aus, Tor gebaut, dann haben wir die NDR-Fußballshow im Radio nachgespielt, Manny Kals flankt auf Horst Rubesch Tor, Kevin Keegan hat, was weiß ich nicht wer, Dieter Schlimmwein, Eisen, Dieter haut den und den um. Das haben wir alles nachgespielt früher und das sind so Themen. Deswegen liebe ich dieses urtypische Spiel und bin nicht der Freund vom Videoassistenten oder sonstiges, sondern auch eine Schiedsrichterfehlentscheidung gehört dazu in meinen Augen. Jetzt diskutieren wir über eine Entscheidung und über den Schiedsrichter. Früher haben wir nur über den Schiedsrichter diskutiert. Insofern, wir machen uns das kompliziert. Freuen wir uns ja umso mehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, völlig unkompliziert. Und also wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du da bist. Das ist für mich persönlich und auch für unsere Sendung ein kleines Highlight. So ein, ja, eine Fußball, Hamburger Fußball-Ikone zu haben, die du mittlerweile schon bist. Und auch an dich gilt natürlich jetzt, gibt es irgendetwas, weil du hast gesagt, du machst verschiedene Projekte, gibt es etwas, was du der Community an dem Monitor mitteilen möchtest, wo ja, du jetzt erfahren das, soll? Das ist ja immer so, also dass man gesund und bleiben möchte, das ist alles klar. Aber ich glaube, dass wir gerade in dieser sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit, die wir gerade alle durchleben auch, bei uns im Supermarkt waren natürlich eine Zeit lang auch, das war ein unfassbarer Andrang bei uns, wo wir nicht nur 14 Stunden im Prinzip im Laden waren, sondern 16, 18 Stunden meine Mitarbeiter da auch wirklich Vollgas gegeben haben und morgens um 4 schon angefangen haben zu packen. Und wenn man Pflegekräfte nimmt und Ärzte und Polizeibeamte, Feuerwehrleute, die haben richtig gut zu tun gehabt. Ich hoffe, dass all das, was wir jetzt erleben, auch Unternehmen, denen es wirklich schlecht geht, ich sehe es ja bei uns auch Lieferanten, dass wir uns das immer wieder ein bisschen vor Augen führen, dass wir dankbar sind manchmal für das, was man hat, für diese Situation, wenn man hier auch sitzen kann und dass wir nicht zu schnell wieder so in diesen alten Trott, wo die meisten Menschen oder viele Menschen nur auf sich gucken, sondern dass wir immer so ein bisschen dieses Offene auch haben und sagen, dass wir gemeinschaftlich immer ganz, ganz viel bewegen können. Das ist im Fußball so, das ist bei mir im Markt so. Ich denke, das ist hier im Laden genauso. Und wenn wir das ein bisschen hochhalten, dann wäre ich schon glücklich und immer mal ein bisschen dankbar sein, auch für die Zeit, die man dann vielleicht gemeinschaftlich mit irgendjemandem Dinge machen kann. Und manchmal ist es auch so, im Zeitalter der Digitalisierung, Handy mal einfach weglassen, einfach mal zusammensitzen, einfach mal ins Gesicht gucken, Mimik, Gestik sehen, wenn einer lacht oder die Augen verdreht, kann durchaus auch mal positiv sein und nicht eine Nachricht schicken. Gut. Vielen Dank für das Schlusswort. Auch du hast jetzt die Wahl der Qual. Da bin ich mal gespannt. Kannst du eigentlich nur eingeben, oder? Ja, er ist ja frei in seiner Entscheidung. Das stimmt. Möchtest du diese Bohne für harte Nächte, die Domino Espresso,
oder hochgenossen in aller Ewigkeit den Derby-Sieger. Ich trinke ja mindestens 3 Liter Kaffee so am Tag. Ich trinke bis nachts Kaffee. Dann nehme ich die ganze Entscheidung ab. Und beide. Ich hätte aber den Derby-Sieger genommen. Ist ja, die Entscheidung, aber das finde ich jetzt heute dafür. Applaus, Applaus für meinen Freund Holger Stanislavski. Applaus. Und ich bitte um den Zauber der Nadine auf die Bühne. Befrei unseren Freund Holger. Weißt du, was das Einzige ist, was mich an dem stört, an dem Derby-Sieger? Also, das Derby verlieren, das kann ja passieren, ne? Aber dass das an meinem Geburtstag passiert ist, das wird mich mein Leben lang verfolgen. So ist das Leben. Holger, ich danke dir ganz, ganz herzlich dir. Und wenn du Kaffee trinkst, pass auf, das ist kein Platz, das sind ganz speziell geröstete Bohnen von einem Experten hier in Hamburg. Gewandt, das macht unser Freund Michael Funk, hat dieses Ding jetzt ins Leben gerufen. Das sind ganz wirklich handverlesene Sorte. Ist das kein Platz? Müssen wir mal gucken, ob wir den. Das klingt jetzt so, aber das ist vielleicht bei uns noch mit reinnehmen. Guck mal, so schnell geht das hier. Ja, jetzt ohne Flachs. Wir sind zwar immer noch. Die ganz hat schon der unser Bürgermeister Tscherner ins Bild gehalten. Ginger. Tscherner ist immer anders. Ist geil. Ginger. Und war bei Sky, der bei irgendeinem Champions League Spiel, wurde das in die Kamera rein. Ich probiere ihn aus. Probieren wir wirklich aus. Das ist wirklich außergewöhnliche Rüstung. Ne? Der ist nicht billig, das Ganze. Also ist keine Ramsche. Hat seinen Preis. Aber die machen auch so mit dem Verkauf, geben dann auch immer 1 Euro und an die wie heißt hier, diese unterstützen die, die Obdachlosen und so eine Geschichte alles. Also es ist eine gute Geschichte. Probieren aus. Und wenn du so viel Kaffee trinkst, dann wirst du das bestimmt zu wissen, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. So viel Werbung hatten wir in der letzten Zeit hier auf jeden Fall nicht. Ja. Wir sagen danke, denn wir sind tatsächlich noch live. Ach, das ist noch live? Ja, super. Die Leute haben deine Ausführung gefunden. Sagen herzlichen Dank für die 31. Sendung Kalles Halbzeit im Verlies und hoffen, dass ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Genau. Wenn wir wieder starten, Anfang September. Anfang September, erste Monat im September. Und Gäste werden rechtzeitig bekannt gegeben. Und ich bedanke mich nochmal bei Holger Stanislavski und natürlich bei Nico und Nick recht herzlich, dahin, dass ihr da gewesen seid und unsere Sendung bereichert habt. Und ich bedanke mich natürlich bei unserer Staffster hier, unseren bezaubernden Sven Hamburg. Okay, dann bye bye. Okay.